Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Ja, jetzt in der Vollversion. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal ein neues Sandbox-Spiel. Die anderen beiden Folgen von der Beta, die ich nur machen wollte, also einmal mit Häuserbautesten und Achterbahnbautesten, mache ich erstmal nicht. Die werden wir einfach dann im Sandbox-Modus austesten und rumprobieren. Und ich will nur ganz kurz anmerken, ich habe ein paar, Workshop-Objekte abonniert. Ihr werdet in der Beschreibung einen Link finden zu einer Liste. Wo ich werde wahrscheinlich über Steam eine Kollektion einfach erstellen, wo dann alle drin sind, alle Addons, die ich dann immer benutze. Nur damit ihr da auch mal auf dem neuesten Stand bleibt, was ich alles hier so drin habe. Und ich würde sagen, wir nehmen eine Laubwald-Map. Ich denke, die passt am besten. Und ja, den Parkname. Ja, den habe ich mir aktuell noch gar nicht überlegt. Das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. Ich werde es später umbenennen. Vielleicht. Wenn ich dran denke. Wenn es überhaupt geht. Ich weiß es gerade nicht. Starten wir einfach. Ja. Wir können auch später, wenn ich mich ein bisschen eingespielt habe, vielleicht nochmal eine Runde auf der Herausforderungsmap machen. Oder im Modus. Ja, jetzt sind wir erstmal hier drin. Ich würde sagen, in dieser Folge tun wir ein bisschen erkunden, was es so Neues hier gibt. Weil es ist ja die Vollversion, was so dazugekommen ist. Ich weiß es nämlich noch nicht. Auf jeden Fall einige Workshop-Sachen, die ich abonniert habe. Ja. Und, ja. Gucken wir mal rein. Bam. Achterbahn. Da gibt's jetzt einiges. Nice. Ja. Gucken wir mal kurz rein. Was gibt's hier? Können wir den planten? Hier. So. Gibt's diese Teil? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Folge ein bisschen durch und gucken uns die Sachen an. Okay, hier gibt's einmal diese Achterbahn. Wir werden, wenn überhaupt, natürlich eine eigene bauen. Ja. Okay. Die hier, dann die hier, okay, mit so einer Burg, die ist jetzt aber nicht so geil. Also, was ist das hier? Die, Talage irgendwas waren. Okay. Also, ich bin schon ein bisschen, was so geht und was wir da machen können. Ich habe ja auch noch keine Achterbahn gebaut. Ja, aber wir bauen auf jeden Fall eine eigene. Aha, die Holzachterbahn. Da habe ich auch schon ein paar Ideen, was er da so machen kann. Was gibt es hier? Das ist die The Little King Achterbahn. Okay. Ja, schön. Die hier. Die hier. Wow. Ein bisschen größer. Und die letzte ist die hier, die es als vorgefertigte Version gibt. Natürlich kann man auch auf angepasst klicken, dann was eigenes bauen, wo es einiges mehr gibt. Die gefällt mir hier auch sehr. Ja, gucken wir weiter. Schienenfahrzeuge. Da gibt es wieder nur das hier. Allerdings über angepasst gibt es hier einige schöne Sachen. Das ist doch schon mal nice. Fahrgeschäfte. Ja, gibt es hier auch ein paar Dinge. Mehr sogar. Das kenne ich zum Beispiel noch nicht. Ja, das wüsste ich, wenn ich das kenne. Und ein Riesenrad. Gab es das vorher schon? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall einiges Neues. Laden, Geschäfte. Auch einiges Neues, oder? Ja, ein paar Sachen, aber wir können jetzt auch eigene Shops bauen. Beziehungsweise habe ich auch ein paar abonniert. Ist ja eine drin gerade. Von den Sachen, die jetzt durch mich hinzugekommen sind. Ich weiß es nicht. Egal. In der Regen, Gebäude, blablabla. Kennt man alles, würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Und bauen uns was. Ja. Hier sind ein paar Sachen, die ich abonniert habe. Genau. das wird alles abonniert. Das sind alle abonnierte Sachen von mir. Na, cool. Habe ich natürlich alles selbst gebaut. Hust natürlich nicht. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zuallererst würde ich sagen, brauchen wir ein Parktor. Der Eingang von diesem Park. Da habe ich schon mal vorbereitet. Ja, das ist nämlich das hier. Oder? Ja. Das soll das Eingangstürchen werden. Es lädt langsam vor sich hin. Wir bauen das mal hin. Und dann hängt sie erstmal, okay. Warum? Ich verstehe es nicht. So. Ja. Moment, haben wir gleich. Ich weiß noch nicht, ob du da drauf musst. Wahrscheinlich, ne? Das andere sieht ja bescheuert aus. Okay.
Ja, ein Eingangstor, warum nicht? So. Ja, auf der hört es auch schön. Da ist es. Baboom. Was ist das hier oben? Das verwirrt mich hier ein bisschen. Warum? Kann man das bitte mal? Okay. Jetzt kommt die Steuerung leider. Die könnte ich nach oben jetzt. Nee. Nee. Egal. Das ist nicht schön. Bearbeiten bitte. Das gefällt mir nicht. Der Rest davon ist okay. Fertig. Ey! Was soll das jetzt? Löschen. Und jetzt? Ja, schön. So ist schon besser. Ist okay, auf jeden Fall. Das ganze Ding hier. Kann man anbieten, würde ich sagen, als Eingang. Nur, was ist über vorne und was ist hinten? Das ist noch die andere Frage. Das sieht eher wie vorne aus und das wie hinten, oder? Oh, ist das scheißegal. Das sind Shops. Shops sollten innen sein, ne? Hab ich gehört. Ja, es ist genau falsch. Ach, drauf noch ein ATM zum Geld abheben. Es ging auch falsch rum. Das habe ich ja mal wieder super hinbekommen. Warum schweben. Warum schweben die Dinge hier in der Luft? Da müssen wir auch nochmal Hand anlegen anscheinend. Ich gehe davon aus, dass das da unten sein soll. Würde ich das mal stark behaupten. So, bisschen Feinarbeit muss natürlich auch selbst von selbst sein hier. Guck mal. So war da. Das kann natürlich passieren. Sondern die Frage, wenn ich das Ding bewege, ob sich die Dinger mitbewegen, ne? Weil damit kenne ich mich noch nicht so aus. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Werden es gleich sehen. Ich hoffe mal, die bewegen sich mit. Wenn nicht, wäre ein bisschen scheiße. Ja, bevor wir das jetzt hier. Ich drehe das mal, komm. Bevor ich jetzt alles schön mache und dann funktioniert das nicht. Ja. Warum ist hier jetzt? Warum ist jetzt. Okay. Wir überarbeiten das Ding noch ein bisschen, Leute. Ist ja kein Problem. Dafür ist es ja da. Haben wir irgendwie mehrere Sachen? Hier sind aber schon mehrere. Oh nein, das sind zwei verschiedene Items. Ja, Leute, dann löschen. Okay, dann löschen wir nochmal alles raus. Ja, komm weg. Wir tun es neu einfügen und diesmal richtig rum. Merken, wir können es nicht neu platzieren. Okay. Ich kenne mich doch damit nicht aus. Schlag mich jetzt nicht dafür. So, einmal komplett gedreht. Ist die Frage, ob es jetzt gerade ist oder nicht? Würde behaupten, nein. Allerdings, wenn das nicht gerade ist. Auch scheiße. Kacke. Ist das gerade oder ist das nicht gerade? Müsste ja eigentlich, oder? Das kann ja schon da hinten sein. Das muss ja nicht direkt hier vorne presst dran. Vielleicht mal noch was Schönes davor bauen. Ich würde es jetzt mal dahin placen. Beziehungsweise. Nach unten. So, pass auf. Wahrscheinlich, weil wir es im Nachhinein runterplatziert haben, waren auch die ganzen Dinger oben. Ja, klar. Ich Idiot, Alter. Das war also meine Schuld. Ey, ist halt so. Ich kann da auch nichts. Okay, ich kann eigentlich auch schon was dafür, aber egal. Die Frage? Ja, alles gut. So ist auch relativ gerade. Wo auch alles mal dran. Und ich frage mich nicht, was hier abgeht. Auch oben drüben ist alles wieder normal. Ja gut, da habe ich ein bisschen, war das Dach ein bisschen weit oben. So, jetzt tue ich einfach das Ding mal ein bisschen nach hinten verschieben. Hallo. Tschüss. Nur nicht zu weit. Der Abstand sollte. Ist zu weit, oder? Nee. Die Steuerung, die kann ich noch nicht perfekt. Und diese fliegenden Kamera mache ich gerade zum ersten Mal, ja. Habe ich auch herausgefunden, dass das geht. Machen wir mal so. Ja, guck mal. So, und dann können wir hier neben noch so ein paar schöne Waffen bauen. Ja, gut ist. Könnte natürlich auch in anderen Shops sowas hier dran.
So ein Durchgang. Wir können nicht auch Press hier dran machen, ne? Was heißt hier so machen? Das ist sogar cooler. Aber davor zwar nicht mehr so viel Platz, aber das reicht aus. Gut, da haben wir den Eingang platziert. Ist der richtig rum? Ja, sieht so aus. Bam! Ja, nice, da haben wir ihn. Gut, da habe ich überlegt, wir könnten dann entweder drin oder draußen so Dinge hier mit platzieren. Ist jetzt die Frage, ich glaube eher draußen. Ich glaube, das ist schon um einiges geiler. Moment. Nein, nicht sieben Workshop auf. Böse. So. Die können wir auf der Höhe von dem Ding hier platzieren. Mal hier hin. Nochmal so ein Ding hier hin. Damit das auch schöner aussieht. So, ist nur die Frage, wie machen wir das, dass das jetzt gleichmäßig ist? Och nein, das ist nicht ein, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Es ist auch ein einzelnes, als einzelne Teile. Ich hätte natürlich, wie soll ich sagen, doof gelaufen. Ziemlich doof. Ist das wenigstens auf gleicher Höhe? Nicht wirklich. Dann würde ich sagen, ich tue den anderen mal wegmachen. Und dann nochmal neu hin platzieren. Dann hier ungefähr. Ist ja nur ein Testpark, der muss ja nicht unbedingt das allerschönste Ding werden. Soll schon schön werden, aber. Ja, komm. Da. Sieht auch schon ganz schön aus, vor allem auch nachts. Gefällt mir das gerade sehr. Ja, der Eingang lässt sich sehen, würde ich sagen. Okay, da kommen die Typen da rein. Gut ist. Die nehmen gleich vielleicht noch einen Fluss oder sowas hinmachen. Kann man da noch was Cooles hinplacen? Ja. Tja. Oh, ist hell. Theoretisch könnte noch sowas hin, aber. Oh, das muss mittiger. Theoretisch muss das mittiger. Ja, weil die gehen ja dann eher für innen. Das Ding ist auch eher für innen. Ach du Scheiße. Okay, sieht geil aus, aber nicht für draußen. Lassen wir das mal so stehen, ganz ehrlich, komm. Ist noch ein schöner Eingang, können wir später immer noch verzieren. Kümmern wir uns um drinnen, um den Platz da drin. Ich möchte mich hier so einen größeren Platz machen und dort dann ein Gebäude drumherum platzieren, wie so einen schönen Markt. Hinter ein paar Häuser dann drumherum, so ein kleines Städtchen quasi. Und dann in verschiedenen Themen eingestellt den Park drumherum. Müssen wir mal schauen. So, einen Weg von da hier rein, bitte. Wege. Ja, was nehmen wir eigentlich für den Weg? Ja, das sieht schon cool aus. Es ist voreingestellt. Also nehme ich das. Könnt ihr bitte Windlaufrichtung 45 Grad machen? Dankeschön. So, kommen wir hier rein. Und dann haben wir jetzt hier diesen Park. Ist jetzt die Frage. Tja. Hier hinten soll auch so ein kleiner Wohnbereich hinkommen. Hier kann man einen größeren Platz machen. Mit ein bisschen Abstand. Ich würde sagen, wir machen mal hier. So was hier. So, und jetzt wird's lustig. Raster wählen. Ja. So, wir einen schönen, wunderschönen Platz dadurch machen. Und ziemlich großen auch. Ist die Frage, wie groß machen wir den Platz? Also sollte schon gut groß sein eigentlich, oder? Ja. Aber irgendwie gedrückt halt wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dann können wir den schön groß ziehen. Kann man hier irgendwie mehr aufwählen? Nee, okay, dann halt nicht. Oder? Moment. Nein, nicht wirklich. Egal. Da kommt jetzt ein schöner Platz hin. Wie groß war ich halt nicht? In der Mitte muss auf jeden Fall ein Brunnen. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Ja, hier kommt ja ein Weg runter. Eigentlich kann das ja dann auch alles Platz werden. Wenn ich das jetzt so bedenke, kann das alles Platz werden. Ist erstmal egal. Und auch hier unten drunter ist jetzt die Frage, ob das überhaupt so funktioniert. Hier muss ich eigentlich auch dann, ne?
Ich probiere mal ein bisschen mich hier aus. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe zum Beispiel nicht mehr, guck mal. Da wird noch gehen. Da wird auch noch gehen. Ziemlich cooles. Machen wir auch. Da auch. Wie sieht es da von draußen aus? Sieht man das, wenn ich hier was mache? Oder eher nicht so? Ach kaum. Achso, okay. tja. Können wir nur nicht unter Gebäude platzieren. Nicht vor hier vorne. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ist halt so. Das ist also der Platz. Der ist ganz schön groß eigentlich. Aber hey. Egal. Pock, 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 pock. Pock, 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 pock. Haben wir hier einen schönen Platz. Doch gut. Gut, dann wird als nächstes sagen. Nein, da drin. Raste auf Wahl zu Ende, bitte. Ja, ja. Und jetzt wollen wir nochmal den Weg vorne bitte entlang. Ja, davon dürfen wir leider nicht, egal. Das Stückchen hier, ne? Was ist denn damit? Sagt das auch? Ja, perfekt. Gut, da haben wir da schon mal einen schönen, wunderbaren Weg. Warum können die da durchlaufen? Warum? Ist jetzt ein bisschen scheiße. Darf ich das so sagen? Warum können die denn da durchlaufen? Da müssen wir Umbauarbeiten vornehmen, das geht so nicht, Leute. Vor allem schweben die ganzen Sachen hier rum. Och, war ganz das ganze Eingangstor für den Arsch ist. Das ist alles so hoch. Aber ich dachte, das wäre so gut. Heute ist hier draußen ist das gut. Wow. Ich habe mich hier orientieren müssen. Aber selbst dann. Wobei, vielleicht werden die da nicht mehr da durchgelaufen. Wobei es ja eigentlich nur hier ran liegt, aber alles viel zu hoch, Leute. Ah, ist das ärgerlich. Scheiße. Tja, wir sind alles zu hoch. Ja, scheiße. Was macht man denn da jetzt? Ich kann auch drunter bauen, aber das geht, weiß ich nicht, mit dem Terrain Tool. Och, nö, ey. Das. Nee. Warum? Ja, ist jetzt ein bisschen scheiße. Also ist jetzt echt, rein theoretisch alles neu machen. Müssen alles neu machen, das geht nicht anders, Leute. Tut mir leid. Vielleicht mache ich das jetzt ein Zeitraffer, weil, ja, scheiße. Kann ich eigentlich alles rückgängig machen, wenn ich gedrückt halte? Nee. So, und dann sind wir wieder zurück hier bei Planet Coaster nach einem kurzen Cut. Ich habe das ganze Ding nochmal neu gebaut. Ja, lief ja nicht ganz so gut. Aber hey, hier ist es. Und es sieht schon ziemlich geil aus. Und ja. Es schwebt schon Luft rum. Die Läufe laufen nicht mehr durch die Wände durch. Ja, zumindest größtenteils. Und ich habe hier den Platz mal fertig gebaut. Ja, so sieht das ganze Ding jetzt aus. Und ja, hier sind so. Hier ist halt der Platz und hier wird dann zwei Wege einfach reingebaut. Jeweils zu den Läden. Damit da jetzt auch keiner durch die Wände durchläuft, wie es halt vorher war. Hier sind auch schon die ersten Müllsachen, ich weiß. Ja. Eigentlich müsste der Park noch zu sein, aber naja, egal. Und ja. Das ist es so gesagt. Ich würde jetzt mal hinten ein Stückchen Weg wegnehmen. Einfach mal damit hier, nun ja. Keiner mehr reinkommt. So, Schluss jetzt. Verschwindet alle. Tschüss. Oder so eine Art. Na gut. Ihr kommt hier nicht rein. Fertig. Und ja. Hier kommen noch ein paar Pflanzen rein, dachte ich mir. Und in die Mitte muss dann auch noch ein schöner Park rein. Hier sind hier überall, liegt hier überall Müll rum. Weil die ganzen Idioten natürlich hier einkaufen gehen, was sie nicht machen sollen. Parkverwaltung. Personal. Erschieße bitte alle. Nein, hier. Hausmeister. Bitte macht Putz, Putz. Gut. Dann würde ich sagen, meine Baupläne. Ich habe hier noch was drin. Die Dinger hier würde ich gerne hier einbläsen. So, das heißt. Hier nix. Hopp mal ab. Da. Und halt.
Könnt ihr bitte mal. Danke. Runter. Hallo, ich sehe nichts. Können wir bitte alle mal rausschmeißen? Das wäre sehr schön. Ich kann mal ganz bei der Parkverwaltung sagen: Ey, bitte Park schließen. Geht das? Schluss. Park geschlossen. Mach euch auch einen Weg, damit ihr wieder abhauen dürft. Da, pießt euch. Tschüss. Geht. Flüchtet. Hier kommt keiner rein. Fertig. So. Da kann ich mich vernünftig auch was bauen wollen, sonst sieht man ja nichts. Das hier ist so groß, oder? Ja. Na gut, dann bauen wir das Ding hier rein. Dann ungefähr so. Dann hier das hier und dann runter. Sowas weiß man noch sehen und sowas nicht sehen und das. Das ist jetzt die große Frage, soll man es sehen oder nicht? Wenn nicht, dann muss es tiefer. Also ungefähr so. Eigentlich so. Ist es aber so okay? Dann sage ich, durch hier drauf bläsen. Also, nee. Wir machen es ganz unten drunter, so dass man nicht mehr sieht. Sieht man noch leicht den Rand. Das ist nicht das allerbeste, glaube ich. Und noch ein Stückchen tiefer. So, ich würde sagen. Eine Breite noch ein Stückchen hier rüber, bitte. Da steht so ein Millimeter über, hier drüben auch. Vielleicht noch ein Stückchen. Weil wir müssen uns an den Ecken hier orientieren. Ich werde es nicht vergessen. So, aber du warst nach hinten. Ja, das hat das Problem, ne? Jetzt so machen. Ja. Gut, Nummer 1 und 2 sind da. Zweite konnte ich auch noch hin. Genau identisch, wenn es geht, natürlich. X. So, pass mal auf. Weiter runter. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So soll es gehen. Ja. Okay, und jetzt, gleich einigermaßen. Achso, Entschuldigung. Irgendwie so, oder? Ja, so. Oder nur noch nach hinten weg. So, würde ich sagen. Diese Lausch. Ist minimal drin. Das Ding auch. Weil das dann ein Stück weiter raus kann. Nein! 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 Kannst du bewegen? Moment. Arsch. So, oder? Ja. Böse, ist noch alles dran, schaffe doch. Gut. Und die Mitte noch ein paar Runden. Jetzt nehmen wir schon viel zu lange auf. Eigentlich wollte schon längst die Folge beenden. Ah, die Bäume haben so lange gebraucht. Ist halt so. Die Mitte soll noch schöner Brunnen oder so in die Richtung. Da muss ich gerade mal gucken. Ich habe da auch was vorbereitet dafür. Haben sie was rausgesucht. Ich weiß, man kann das selbst bauen, aber hey, egal. Ja. Das einzige Problem ist, die Typen dürfen da nicht durchlaufen. Schräg ist cool, ist die Frage. Ob man... Nein. Was? Hier. Ob man sagt, man macht es gerade. Ich würde sagen, wir machen das komplett schräg. Ich hoffe mal, dass das ein spezielles Muster hat. Pass mal auf. Raster, ja. So hier. So hier. Ich hoffe, dass das geht. Wenn nicht, haben wir ein Problem. So, wo ist es? Hier. Scheiße, ist das groß, Alter. Weil die laufen fast nur wieder durch. Ich sehe schon kommen. So schräg ist zwar cool, aber... So wäre cool, oder?
Und noch eine Reihe entfernen will ich nicht. Oder macht es halt echt so eckig? Wie sieht es so eckig cool aus? Das ist halt die Frage, ne? Also schräg ist schon geil. Hier so, ne? Oder macht es halt echt so rein. Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Jetzt sage ich mal das hier so rein, ja. Laufen Leute halt wieder teilweise durch. Das ist halt gerade mal mein Bedenken. Wenn ich das eins weiter weg mache, einen ganzer scheiß Weg. Ja, es ist scheiße einfach nur. Könntest du dich noch eins weiter wegplacen? Ja, ist nicht einfach. Wenn ich jetzt sage, okay, das ist Kacke so, ja. Muss ich alles nochmal. Ups. Muss hier weg, das muss weg, das muss weg, das muss weg, ja. Und hier die Reihe auch. Ja. Ja, ist ja theoretisch so. Ich frage, ob das so groß ist, weil das ist ein riesengroßes Mittelstück dann. Da können wir massig ein paar Bänke noch dranhauen. Das wäre cool. Da können wir es dann perfekt reinhauen mit ein paar Bänken und so. Ist halt die Frage, ob das gut ist. Ich kann sie mal reinbauen. Einigermaßen mittig, bitte. Nein, das war die falsche Taste. Ich find's cool, wenn wir es auf jeden Fall drin haben. So hier, ne? Jetzt einigermaßen mittig, bitte rein. Da kann man drumherum Bänke und so einen Scheiß bauen. Und dann Busch oder so einen Scheiß. Ja, ist auf jeden Fall mega cool. Kacke. Das Problem ist jetzt, ist das mittig? Nein. Noch da. Und nicht zu viel. Hier und hier ist ungefähr gleich. Und dann nicht. Das muss weiter nach vorne. So hier vielleicht. Kurz Tag jetzt hier. Tageszeit. Wird immer bei 10 Uhr bleiben. Dankeschön. Ist so die perfekte Lichtzeit. Ein Stückchen eigentlich noch. Auch nicht zu viel. Ich würde sagen, so. Ja? So würde ich es jetzt sagen. Boom. Da ist es drin. Ich hoffe, es war kein Fehler. Wir könnten jetzt mal Wege. Moment mal. Rasse auswählen. Kannst du was hier noch einbauen? Das sieht noch erheblich cooler aus. Geil. Ja, das können wir noch Sachen einbauen. Moment, Szenarien war das. Was? Entschuldigung. Wo waren das? Wir hatten doch diese Sitzmöglichkeiten. Wo waren die denn? Hier. Ja, einfach eine normale Parkbank sieht auch nicht so geil aus. Hör, wie klein! Nicht, dass das da rein muss, Alter. Wenn das jetzt zu weit oben ist, wäre es ein bisschen. Nein! Nein, es muss tiefer! Kann ich alles auf einmal auswählen? Ich hoffe doch, Alter. Egal. Egal. Ja, wir müssen das tiefer schieben. Ich kann es nicht ändern, Leute. Ich habe es gerade ein bisschen verkackt. Ich habe so ein Gefühl, dass wir das Ding neu platzieren müssen. Ja, müssen wir. Tut mir leid. Das habe ich nicht bedacht. Die Höhe. Also die Höhe muss ich echt mich noch daran gewöhnen, dass die Höhe immer still im Stimmen steckt. Halt immer, dass die Dinger direkt am Boden sind, aber sind sie nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. So hier, ungefähr so, mit X so. Dann ist perfekt eingestellt, Leute. Ist ja schon perfekt wieder, oder? Ist so fast wieder perfekt. Wenn ich aufgefallen ist, Alter. Schon ein bisschen peinlich. Weiter nach links. Ein Stück. Ah, der Abstand stimmt. Mit dem überein einigermaßen. Ah, ich weiß es nicht. Es muss ja nicht hundertprozentig sein, auch wenn ich es hundertprozentig haben möchte, aber.
Sieht doch schön aus. So, so lassen wir das jetzt. Halt noch tiefer, ist klar, aber. Ja, wobei. Würde eher sagen, dass das mittiger hier ist. Gut, jetzt das Ding noch tiefer, ne? Ist doch nie in dem Kleid, Alter. Schon eine verarschen. So. Und jetzt ist auf eine schöne, geschmeidige Höhe. Könnte natürlich auch so tief machen, Alter. Das ist auch viel, viel cooler, weil also hoch. So die Frage. Die Tiefe ist schon geil. Ganz ehrlich. Ja, und dann da Bänke dran. Das gefällt. Ist nicht zu hoch, ist nicht zu tief. Weil so hoch besser ist. Es darf aber nicht so hoch sein, das ist halt echt ein Problem. So würde ich machen. Ein Stück höher, ein Stück tiefer. So ist tief, was geht. Und bauen. Jawohl, jetzt speichern wir erstmal, bevor wir irgendwas verkacken. Park speichern. Da. Park speichern. Ist nicht so easy, aber man gewöhnt sich dort nach und nach dran. Alter. Wow, Leute. Szenarien. So, was war das für ein komischer Bug jetzt gewesen? Eine Kackbank. Die sieht gar nicht schön scheiße aus. Die sieht cool aus. Die hat mir auch in dem. Das ist Piratenscheiß. Hat man schon mal Lust gehabt, das Zeug. Testdurchlauf in der Beta. Kann man noch eigene Bänke irgendwie bauen?